und werden die Bälle fliehen. Ich habe es dann zu kämpfen, ich will die Freiheit, aber ich bin ja schon vor Geld. Ich will mal gucken hier, ich will nämlich dann trainieren in der Stadt, hier mal gucken. Hedernis. Willkommen Hedernis-Brenner. Wir haben unser Dorf sehr schön hergerichtet, findest du nicht? Also meiner Meinung nach habt ihr es aber ganz schön übertrieben. Die ganzen Bäume in einer Reihe. Ey, das hat uns viel Zeit und Mühe gekostet. Spart dir deine Kritik lieber für was anderes auf. Oh, ich mag die Standard-Begewehr-Musik, wenn ich hier ich bin. Naja, eure Häuser sehen auch ziemlich billig aus. Oh, mecker nicht. Ah, Werk mit dir. Hey, jetzt sag mal bitte etwas freundlicher zu den Dorfbewohnern. Och, du bist gemein. Nee, du Volltrottel. Alex, der Volltrottel. Ähnlich für Kosten und Achtung. 25 Jahre. Habt ihr sie noch alle, ihr Schweine? Ihr Schweine. Ihr habt die Preise zu überteuert. Ein Hund. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Was ist das hier? Das ist das Haus des Bürgermeisters. Bitte nicht ohne Anmeldung antreten. Mhm. Hast du gewusst, dass hier ein versteckter Durchgang zwischen den Bäumen ist? Wo denn? Irgendwo südlich von hier. Aber mehr verrate ich nicht. Na gut, wenn du meinst. If you know. Ist meine Katze nicht süß? Nein, ist sie nicht. Ich gehe jetzt mal einkaufen. Mit dem Geld, was ich gesammelt habe inzwischen. Mit den 350 für, ja. 300. Genau. Mit Dialekt. Okay. Ziemlich billig. Noch. Jobbeswehrangriff. Was anderes verkaufen wir mal. Holzmesser. Holzstab. Also kann ich den Trank nicht verkaufen. Egal. Den will ich auch gar nicht verkaufen, weil ich den wahrscheinlich noch brauchen werde. Was verkaufst du? Ein Holzschild. Alles originär. Eine Hut, magische Robe. Und schon wieder sind wir ein bisschen das Geld losgeworden. Als Holzschild. Sinkt Geschick, aber ist eigentlich auch scheißegal. Du, warte mal. Einfach ruhig kannst du auch tragen, von da kaufen wir noch einen. So. Wolf. So, ausgerüstet. Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. So. Schön. Gibt es hier eigentlich auch ein Itemladen? Müsste eigentlich. Bürgermeister will ich nicht. Was gibt es hier eigentlich sonst noch alles? Irgendwo der südliche Durchgang. Ich bin Gärtner. Hätte ich bloß sie in diesen Shop hier angenommen. Weiter südlich. Warte mal, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Durchgang. Dann muss ich da irgendwas klicken oder was. Süden ist doch unten. Süden ist unten. Hey, sag mal, du hast nicht zufällig einen Dämon gesehen? Nö. Na, eben nicht. Yep. Dann redest nicht viel, oder? Nee. Na, macht's gut, bei. Oh, was für ein Mist, bitte. Wo kann ich? Ah, hier geht's durch. Ah, okay. Da nicht sehr gut versteckt. Ah, jetzt habe ich gar nicht die ganzen Sachen hier durchsucht. Egal. Da liegt ein Tonic rum. Ich werde es halt mich einstecken. Du findest einen Tonic. Finden in Anführungsstrichen. Gängelstrank verliert ein nicht schlecht, aber kostet zwar nicht viel. Ja. Grundvergiftung. Ether. Regen jetzt 80 MP. IFA, genau auf Englisch. Gurit Blend. Blindsturm bieten und Gelähm, Heiltropfen, Augentropfen. Okay, ich muss aufleveln. Ich muss aufleveln, oder? Nein. Nein, 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 nein. Lass mir das. Fürs Grinden werde ich da aufleveln. Muss nur gucken, ob die Gegner genug EP geben. Wenn nicht, werde ich halt wie bei anderen Epigamaker spielen. Wahrscheinlich die ich im Wohnheim aufnehme, ein Editor benutzen. Sonst geht man das auf den Geist und so. Hey, wie kommst du denn her? Intelligenz? Wo kaum. Aber es belohnt und kommt ja ein Tipp von mir. Nördlich des Dorfes über den Wald ist eine Klippe. Dort gibt es ein Grab. Ich habe gehört, dort soll ein Vampir begraben sein. Einer, der den richtigen Gegenstand findet und zu dem Hub bringt, erwacht der Vampir vielleicht. Und warum sollte ich das wollen? Und da sagt er uns aus. Was? Nein, danke. Darauf kann ich verzichten. Wie du meinst, ist deine Entscheidung. Aska! Wahrscheinlich, so wie es aussehen wird.
Okay. Ach du Schande, was ist denn hier los? Haben wir euch Vampirpark endlich? Macht euch auf ein qualvolles Ende gefasst. Oscar, Elaine und Walner. Falsch. Ich werde dein baldiges Ende finden. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn sprechen soll. Zurückbleiben, Leute. Das kann kein großer Zauber sein. Lass ihn verpuffen, danach ist er ein bisschen schwach. Wir haben es sand, ihr Menschen doch sein könnt. Aber nur verabschiedet euch voneinander. Bäm. Ach du Heilige. Es wird noch besser. Dann ungeheuerter Rückzug. Das muss ich auch nicht gegen euch kämpfen, oder? Voila! Hey, wer zum Teufel seid ihr? Ich schau mal lieber ab, glaube ich. Warum immer die Nachspielung auf Vampire's Dawn hier reingebracht hat? Ja, das Spiel spannend. Das kam übrigens hier nach. Das ist eine überarbeitete Version, das kam nach Vampire's Dawn raus, die überarbeitete Version. Das Spiel hat sich natürlich vor Vampire's Dawn. Da hat der Überarbeiter, ich weiß gar nicht wer das war, hat auch Fehler ausgemerzt und hat dieses Easter Egg wahrscheinlich gebaut. So, ich werde jetzt leveln. Und wenn die auf Level 4 ist, von Level 5 mache ich meine alle, dann können wir auch weiterspielen. Wir sind jetzt das nächste Mal bei Let's Play. Oh, ein Vogel. So ist es selten. Das ist beim nächsten Mal Let's Play Dunkle Schatten. Auf Wiedersehen.